So, und herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life 2. Was? Ach, Let's Play Drakensang am Fluss der Zeit. Ich war jetzt so abgelenkt. Bitte, wartet einen Augenblick. Es tut mir so leid für euren Freund. Aber ich bitte euch, habt ihr etwas von meinem Verlobten gehört? Ja, der wurde gefressen. Vom Kraken. Kunisbläde. Ich habe nichts finden können. Gar nichts? Oh, Travia, was soll ich nun machen? Wenn ich nur irgendwie nach Ferdor käme, dann könnte ich erzählen, was hier geschehen ist. Das ist das Einzige, was ich für Felia noch tun kann. Bei Effersbart, ich wünschte, ich könnte euch dahin bringen, aber unser Anführer braucht dringend Hilfe und Ferdor ist zu weit den Fluss hinauf. Verzeiht, edle Leute. Ich bin Sarastro Castellani, eine Händler aus dem Süden. Eure Notlage, ich sehe sie und sie rühret mein Herz. Ich will die junge Dame sicher nach Ferdok bringen. Zwinker, zwinker. Geht besser nicht zur Wache. Sucht in Ferdok nach einem Mann namens Gerling. Sagt ihm, Jakon Zagor schickt euch. Er wird sich um alles kümmern. Ein kluger Rat. Wir wissen nicht, wie weit Kaltensteins Intrigen reichen. Kaltenstein? Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich werde mich an eurem Rat halten. Habt Dank. Und ihr auch, guter Händler. Möge Travia euch segnen. Der steht hinter euch. Dann lass du sofort aufbrechen. Bitte folgt mir, junge Dame. So, das war's. Jetzt kommen wir los. Mein schicken Helm. Habt ihr euch entschieden, wo wir nach Heilung für Herrn Ardo suchen sollen? Was habt ihr vor? Macht die Tarare ja bereits Abfahrt. Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. Direkt aus dem Spielfeld raus. Wir reisen erstmal nach Nerdoret, um den ganzen Schrott zu verkaufen. Ich hab's vergessen, ich dachte, wir haben ja hier so, aber... dass sie so nah an Nerdoret ist, hätte ich nie gedacht. So, jetzt verkaufen wir das und dann machen wir uns zu Bruder Emmeran, der uns vermutlich eh zu den Elfen schickt. Oder Elben, wie die heißen. Da kommt schon der Bildschirm. Geschichte und Historie. Aventurien müssen von Nord nach Süd etwa 3000 Meilen. An der breitesten Stelle bringt die Entfernung von Küste zu Küste keine 2000 Meilen. Was? Endlich. Was ist das? Persönliche Reisekiste. Was? Nicht drinne. Was nützt die mir dann, wenn da noch drin ist? Warum wächst da Gras auf Steinen? Du schnell. Solche Sorgen, Egon. Dieser schreckliche Strudel am Himmel. Das bedeutet nichts. Strudel am Himmel? Keine Angst, eure Stadtwache braucht eure Unterstützung. Das ist die Gelegenheit für euch tapfere Männer. Willkommen bei Olmits Gemisch. Meldet euch bei da hören wir schon. Latjult, Dietrich, Ferdoger, Schleifstein, Hornel, Pfeilebräunig, Flusskiesel, Steilkniekacheln. Alter, das ist alles so hier. Feieres Bogen, er braucht den noch, die ist tot. Bärenfalle, Wolfsrattenschwanz. Flansch, altes Brötchen, Mausfalle, Geschosssplitter, Zünderschwämmen, ausgebleichte Knochen, Gänsefüßern, Salbenfett, Bolzen, oder Fisch, helles Pferder, starker Schnaps, Einbeere, Rübe, Sandstein, obwohl Ulmholz. Was haben wir noch? Stahlhandel abschließen. 35 Dukaten. Cool. Moment mal, dieser Dings hat doch noch was. Ja, gucken, ob wir hier Pago helfen können, weil der ja so klug ist. Natürlich müssen wir dann in Pago-Sprache sprechen. Damit er auch alles versteht. Komm, lass uns Tante Utrud besuchen. Tante Utrud besuchen. Die ist so nett und packt immer Kekse. Mit großen Stückchen Fleisch. Benötigst du meine Hilfe? Yep.
alles Laufende gut ausbessern, solange wir hier... Ja, bitte? Was ist? Kommt, ihr seid jetzt meine Gefährten. Der Herr, der tragen die Gefährten. Alter, dieser Strudel da. So großes Klo. Ich hab da gerade Handwirtschaftskiste. Handwerkskiste. Das ist die Gelegenheit für euch tapfere Männer und Frauen. Willkommen bei... Prospektorenhut. Verbrochene Pfeile, Alter, nee. Brennt mir nie ein Apfel. Gläser der Erkenntnis. Ich kenne mich damit zwar jetzt nicht sehr gut aus. Alter. Mein Wappenschild. Hä? Achso, ich hatte ja ein besseres. Alter, das ganze Held. Cool. Willkommen. Warte mal, gucken. Ja. Apfel. Was? Wir hatten... Alter, was ist mit dir los? Hey, du bist es. Was für ein Zufall. Ja, das ist ja... Ich meine... Ja, ich bin es. Hallo, Pavel. Wie ist es dir ergangen? Och, ganz gut. Der Hauptmann hat mir diesen besonderen Auftrag hier gegeben. Wir suchen Verstärkung, weil... Naja, hier sind komische Sachen passiert in den letzten Nächten. Kannst du mir nichts genaueres sagen? Nee, ich habe keine Ahnung. Hatte doch Kaserndienst, weißt du doch. Der Hauptmann wird dir aber alles sagen können. Ich muss erst mal mit Mikrofon richten, sorry. Gut, ich werde ihn mal besuchen. Das ist die Gelegenheit. Ja. Achso, wir können ja gleich reisen. Na ja, gucken, was er zu sagen hat. Obwohl, warte mal, guckt hier, 430, da können wir noch ein paar Fähigkeiten erlernen. Ich kann mich nur wiederholen, wenn ich sage, das ist Aufgabe der Inquisition. Du bist es! Praius und Rondra seien gepriesen. Was ist eigentlich los? Pagel konnte mir nichts sagen. Das hat auch einen guten Grund, warum ich ihm keine Details genannt habe. Sonst verbreitet er nur Unruhe unter den Leuten. Zieht nicht noch mehr Unschuldige in die Sache mit hinein, Nirolf. Überlass diese Aufgabe der Inquisition. Ich habe schon nach ihr geschickt. Ja, das sagtet ihr bereits, Geweihter Irian. Nur wie viele Leute sollen noch sterben, bis dieser Großinquisitor Dexter Nemrod hier eintreffen soll? Bis dahin nehme ich die Sache in die Hand. Ich habe versucht, euch zu warnen. Aber wenn ihr nicht hört, dann kann ich euch auch nicht helfen. Der Großinquisitor wird jedenfalls nicht erfreut sein, von eurem Vorhaben zu hören. Ich gehe. So, und nun zu dir. Wir stecken in ernsten Schwierigkeiten. Und mir fehlen, wie du weißt, die Leute, um der Lage Herr zu werden. Erzählt mir mehr. Letzte Nacht hörte die Wache plötzlich in der Nähe des Hafens gellende Schreien. Als die Männer der Sache nachgingen, fanden sie die Leiche eines Mannes aufs Übelste zugerichtet. Kein kleinen Finger mehr. Oh, mein Finger! Verblutet. Wir befragten darauf die Anwohner. Zeugen berichteten von einem riesigen, aufrecht gehenden Tier mit einer silbernen Mähne. Wenn das die Runde macht, wird bald die ganze Stadt in Aufruhr sein. Ein riesen Meerschweinchen, das silber ist, ist sicherlich mit so einem Silberfass gefallen. Ein aufrecht gehendes Tier? Naja, vielleicht ist es ein Mutanten-Meerschweinchen-Silberfisch. Ich befürchte, wir haben einen Werwolf. Jedenfalls hat mir das der Elf Laurelin gesagt, als ich ihm von dem Vieh erzählt habe. Ach, Werwolf sind was von gestern. Der Priester meint zwar, wir sollten warten, bis die Inquisition eintrifft, aber ich will nicht warten und jeden Tag zusehen, wie weitere Bürger von dieser Bestie getötet werden.
Habt ihr einen Plan? Wir werden eine Treibjagd veranstalten mit so vielen Bewaffneten, wie wir auftreiben können. Wenn die Götter uns Holz sind, werden wir das Biest in die Enge treiben und erledigen. Wenn morgen die Sonne aufgeht, will ich dieses Problem beseitigt haben. Ich bin ein Mann der Tat und nicht der Worte. Bis es heute Nacht losgeht, kannst du dich in deinem alten Quartier in der Kaserne ausruhen. Also, was sagst du? Kann ich auf dich zählen? Na klar! Bei Rondra, das werde ich dir nicht vergessen. Ich wusste von Anfang an, dass du was taugst. Wo dein Quartier ist, weißt du ja bestimmt noch. Zeig nicht, das geht jetzt schon los. Oh mein Gott, ich war nicht ausgerüstet. Ich habe zu wenig Einbirnsaft. Naja. Müssen wir mal ohne versuchen können. In 5 Minuten, ob wir das dann noch schaffen. Also Männer, es ist soweit. Ihr alle wisst, worum es geht. Wir müssen dem Treiben des Werwolfs ein Ende setzen. Die Ziege da! Köderziehe! Ich dachte schon. Ah, da seid ihr ja. Mit euch sind wir jetzt vollzählig. Seid ihr bereit? Sicher, ey, was wollt ihr denn mit der Ziege da? Das ist der Werwolf, du Idiot! Ganz einfach, sie ist unser Köder für den Wolf. Wir werden uns für sie eine geeignete Stelle suchen und uns da verschanzen. Wenn der Wolf dort auftaucht, können wir ihn vielleicht überraschen. Wenn wir den Werwolf angreifen, wird er vielleicht versuchen zu fliehen. Deshalb haben wir in der ganzen Stadt Blockaden errichtet. So können wir ihn in die Enge treiben. Die Stadttore sind ebenfalls verschlossen. Er kann uns also nicht entkommen. Lassen wir die Jagd beginnen. Ich meine, lassen wir die Jagd beginnen. Die Statue ist ebenfalls wahrscheinlich... So. Nun denn, möge die Siegschenkerin uns diese Nacht lächeln. Es geht los, Männer! Wo ist Dings? Pavel, wo ist Pavel? Barrikaden, also... Oh mein Gott, gehe ich durch diesen sehr dicht verschlüsselten... Ja, das ist eine Barrikade wie keine zweite. Verschanzen. Bunker. Alles mögliche, was es gibt. Ich nehme mal dieses Pendant. Ach ne, das ist Alkohol. Pendant. Mal nutzen. Ah, ich dachte, der dieser Pfoli stank weg. Charakterbonus. Die können wir wegwerfen. Mal erlebt das Vieh sein blaues Wunder. Das sind alle der Wache? Wo ist Pavel? Ey, der war doch super, der Kunde. Der war dumm. Der konnte nichts. Der ist doch perfekt. Na gut, dafür haben die jetzt sicherlich die Köderzüge. Na, Pavel, wie geht's dir? Ich reite mal kurz auf dir. Warte, bleib stehen! Vielleicht kann ich dir ja klauen. Dadim, dadim, dadim. Ein Zwerg. Der um Kreise geht. Hä? Wo ist hier wieder so eine Barrikade? Fackeln da. Minecraft. Hier legen wir den ersten Hinterhalt. Auf eure Positionen, Männer! So wird's verbunkert. Jetzt wird er fressen. Tadam, tadam. Was macht der? Ach ja, kennen wir ja schon. Was? Ich sehe da Schmuggler. Ja? Ich werde die Ziege hier festmachen. Wenn der Wolf auf unseren Köder anspringt, können wir ihn vielleicht einkreisen, bevor er uns bemerkt. Am besten, ihr geht schon mal zu den anderen in Deckung. Die anderen stehen einfach nur rum. Wir sind Luft. Wir sind leichter als Luft. Ich bin leicht wie eine Feder. Gut. Jetzt heißt es... Boah. Ich bin sowas von übelst sich nicht versteckt. Arsch juckt. Da muss man ganz weit, kommt mal her, mein Arsch juckt. Was sind das da, Vögelchen?
Alter! Was soll denn das? Ernsthaft? Bist du bekloppt? Blödes Viech. Die schöne Ziege. Da ist er. Los! Gesegnete Piranha, nein, der soll, da wo... Alter! Kämpfe gegen dieses Monster. Alter! Da! Alter, heilige Scheiße! Auf, auf! Komm, komm! Ich glaube, das Viech kann man auch nicht töten, oder? Weil Jakon irgendwie nicht mehr aufsteht. Ey, wehe Hauptmann. Wehe Hauptmann Nyrulf. Ach, glaube, der kann ja nicht getötet werden. Was sind denn für fette Klingen und der trifft nicht? Hallo. Boah, übelst sich. Der regeneriert mein Leben. Alter. Halt, halt, warte mal, ich muss erstmal die plündern. Schnell hinterher. Was machen die Schmuggler da verdammt nochmal? So, aber was machen wir alles im nächsten Part, Alter? Die arme Ziehe. Alter, ach, die blutet, Alter, die blutet. Das geht doch gar nicht. Spiel ist ab. Ach so, ist ab 12, gut. Wo ist der bloß hin? Alter, die sind ja sofort tot, die Stadtgardisten. Naja, aber ich glaube, das machen wir erstmal im nächsten Part. Jetzt haben wir schon einigermaßen angeschlagen. Und sag bis denn noch. Schausen.